Da liegt schon Kacke auf meinem Bett. Bam, da bam, 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 bam. Wahrscheinlich einfach nur hardcore, denn wir haben ja ungefähr, weiß nicht, 20 Leckereien knapp aus Schokolade und anderem Zeug. Also aus Fatsch, was ungefähr so viel heißt wie Butterfett, kann man sagen. Also Butterfett ist richtig gut. Während ich hier sitze quasi und diese Dämpfe inhaliere, steigt schon mein Blutzuckerspiegel. Ich muss ganz kurz aus persönlicher Erfahrung sagen, plötzlich sehen die Sachen hier nicht mehr so lecker aus. Nee. Ich bin jetzt so auf der Halbzeit gerade. Alter, jetzt hast du schon warm. Ist gerade voll warm. Boah. Also am Anfang denkt ihr euch jetzt natürlich, ey Leute, voll easy. Ich hole mal uns gerade ein paar Tücher zum Abwischen, oder? Nee, da haben wir ja richtig vollgeklebte, ekelhafte Hände und schmieren uns damit über unsere öligen Seemannskörper. Was? Ach, die Kamera läuft. Nee, Sieht voll zugekackt aus. Das wird richtig peinlich. Voll die Schmierspuren auf dem Handtuch. Ja, ich logge auf jeden Fall raus. Alter. Ich möchte kein Klo bei mir mehr. Häng das hinterher noch ans Bad, ans Klo, Alter. Und leg noch die Zähne so drauf. Aufs Klo legen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sieht. Ich komme hier mal ein bisschen näher. Das sieht man das? Chemotherapie. Wenn ich, das klebt voll am Finger. Warte, wenn ich das jetzt mal so aufziehe. Buba, buba. Ne, aber ganz ehrlich, diese Bonbons sind so in so einem Herzding verpackt, aber wem schenkt man denn sowas? Wer freut sich denn über so eine schmierigen Bonbon? Ja. Ey, das muss ich auch mal zeigen, wie kleben. Das ist nicht mehr normal, was da ist. Ich glaube, ich habe Allergie gegen diese Bonbons. Schön ins Essen rein. Ich habe ja erwähnt, dass die Bonbons eine Herzschachtel sind. Ne? Jetzt stell dir mal vor, Valentinstag und so, du bist da mit deiner Holden irgendwo unterwegs und dann schenkst du dir diese Bonbons so, weißt du so. Ich liebe dich! Hier, nimm mein Bollo! Alter, du verlässt dich doch sofort! Boah, ist das ekelhaft! Das ist echt so, ich will Schluss machen! Ja, wirklich! Da sieht man ja Bomber, sieht aus, sitze. Oh nee, ich esse das nicht ganz, sonst wird mir noch schlechter, wir haben einiges vor uns. Boah, Leute, Orangen geht. Alter, was? Ich liebe dich! Nimm meine Bonbons, bitte! Boah, das ist widerlich einfach nur. So eine Kackpampe. Boah, meine Orangen ging noch, aber ist einfach nur eklig. Hallo Kinder, guck mal, was der Papa zu essen mitgebracht hat. Es gibt leckeren Fettklumpen. Siehst du, wie der glänzt einfach nur. Und wenn ich jetzt reindrücke. Ich muss mal kratzen gehen. Das ist. Mein Klopapier ist gerissen. Entschuldigung, ich bin verzweifelt. Ich will nicht mehr. Boah, das ist einfach. Alter, so. Also, wer isst sowas? Wer geht denn da hin und sagt, Alter, ich hätte gern einen Fettriegel? Das ist mit der schlimmste Letzifa der Zeit. Ich sag das immer wieder, aber dieses Mal, ich hab's nicht erwartet. Ich dachte, das wird ja easy, nur ein bisschen süßig. Das habe ich auch gedacht. Und ich hatte am Anfang noch gedacht, das kannst du eigentlich, müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt hochladen können, weil das ja so ein Spaziergang wird. Boah, mein Körper weigert sich gerade, das Ding. Boah, richtig ekelhaft. Ich habe echt so eine richtige Barriere aufgebaut. Weil es auch immer süß ist. Hier, ich habe ein Stück abgewickelt. Hol es dir! Und diese. Oh, ich kann es überhaupt nicht essen. Das löst sich langsam auf. Nee, vergiss es, das muss weg, das geht nicht. Guck mal hier.
Also schon definitiv. Ich muss sagen, ich habe mich echt noch nie bei keinem Let's Eat habe ich mich so gesträubt, weiter zu essen. Bei keinem. Also nicht nur so geistig, sondern einfach so, der Körper sträubt sich dagegen, hier weiter zu essen. Das Ding ist, ich meine, für den Zuschauer sieht jetzt vielleicht lächerlich aus. Hier sitzt du das. Sieht man das? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Das müssen wir nachher abfilmen, Alter. Das geht nicht anders. Alter, wenn die Putzfrau nachher... Oh mein Gott. Aber wir essen jetzt auf und dann machen wir zum Abschluss. Dann zeigen wir den ganzen... Hab ich Kacke am Bauch? Irgendwie nicht. Alter, die wird das doch nicht Die normal. Kacke ist professionell in dein Bett geschmolzen. Die wird denken, echt, ich hätte hier hingeschissen. Das ist aus, der ist hier rumgerutscht jetzt. Ja. Alter, ich möchte gerne das Überwachungsvideo sehen, wenn die Putzfrau morgen die Lagen. Nein. Ich will dann so liegen, Alter. Ich werde keine Schokolade mehr sehen dann. Ich hole dir jetzt ein verkacktes Handtuch, du Schwein. Wieso ich Schwein? Ich habe das nicht zugeschissen. Doch. Das ist doch nicht mein Hotelzimmer. Die Putzfrau wird denken, du hast hier Kackerpartys gefeiert. Alter, das Gesicht möchte ich sehen. Ich muss dir eine Kopie von dem Video geben von dem Putzfrau. Oh. So, das sieht doch schon besser aus. Ja, toll. Leg das Handtuch einfach, lass es drüber liegen. Ja, genau. Das war ein kleines Geburtstagsspecial für die Putzfrau. Okay, und heute haben wir uns überlegt, als Krönung des Let's Eat, weil das so einfach ist, essen wir das komplett auf. Ja, genau. Jeder die Hälfte. Ja, dann kotze ich dir im Strahl ins Gesicht, Alter. Also wirklich speien, kotzen, spucken und alles, was dazu gehört. So. Sorry, Freunde, dass ich hier so ein bisschen am Rumvegetieren bin, aber... Na, ihr? Wollt ihr auch mal probieren? Magst du mal an meinem geilen Fettstück lecken? Das ist einmal wie so ein Brocken Butter mit Peanut Butter. Ja. Boah, riech mal. Riech einfach mal. Tobi! Boah! Das sieht aus wie ein ausgedrückter Pickel in Form eines Elefantenfußes. So sieht das aus und das riecht auch ähnlich. Pickel. Ja, da muss ja schon eine Menge reingehen. Ih, Alter. Da gibt es so ein Video auf YouTube, das solltet ihr auf keinen Fall suchen. Es heißt Pimpel irgendwas. Sucht es auf keinen Fall und schaut es euch bloß nicht an. Was, wirklich, ich tu das nicht. Ich hab's nicht gesehen. Ernsthaft, wenn das da jemand sucht, bitte schön, aber tu es nicht. Du hast es gesehen? Nee, ich hab's nicht gesehen. Also sei froh, guck's dir bloß nicht an. Wirklich, also ernsthaft, als Freund sag ich jetzt. Guck es dir nicht an. Ich muss gleich kotzen, ohne Scheiß. Bis zum Ende bringen. Boah, wie ich das schon sehe. Was ist das? Das ist wirklich widerlich. Es ist widerlich. Das schmeckt irgendwie nur süß, es schmeckt nicht gut. Es schmeckt nur süß und da drin ist irgendwas Ekliges, was total komisch schmeckt. Und jetzt schmilzt wieder im Mund, weil da so viel Butter drin ist. Und dann schmeckt das so eklig. Boah. Wer isst denn sowas? Wer kauft sich sowas? Pass auf, ich zeig euch mal ganz kurz was. Der Sarazan, ne? Der hat da dieses Problem. Ich benenne es Diarrhoe. Ich möchte euch das mal zeigen. Wir haben es verdeckt, weil es ihm peinlich ist, aber der Sarazan, es muss ja wirklich nicht peinlich sein. Sieht man das? Komm mal weiter rum. Ich halte das mal so. Komm. So Diarrhoe. Er sieht echt tatsächlich aus Lagen geschissen. Diarrhoe in the morning. Is a little present for the Putzfrau, we love so, and she is a bit gehemmt. Ja, wir haben es überlebt. Oh Gott. Das war so Fatschhaus. Wie gesagt, in Maßen, oh. Wenn du dir mal was Kleines da kaufst oder mal eine Sache da kaufst, ist es super lecker. Keine Frage, ja, es ist super lecker. Eine kleine, der Elefantenfuß war widerlich. Manche Sachen auch nicht. Ganz ehrlich, da kannst du auch im alten Seemann am Pickel lutschen, dann schmeckt genauso gut wie der Elefantenfuß. Mach es nicht. Aber ganz ehrlich, also in Maßen, wie gesagt, als kleine Süßigkeit, als Belohnung zwischendurch, was Kleines, schön. Kann man nichts sagen, ist okay, ist vielleicht nicht wirklich gesund, aber scheiß drauf. Man darf ja auch mal sündigen, aber so was Übertriebenes. Ne, war zu krass. Das ist einfach nicht... Wir sind trainierte Stunt-Leute. Wir sind von wegen. Nee, warte, das müssen wir anders machen. Soll ich das einfach hier im Fenster ausleeren? Kommst du mal. Ja. Boah, nein, das ist so übel. Das ist ein Traum.
So, Freunde, ich glaube, wir sind am Ende des heutigen Nazis angelangt. Es war kein lustiges Essen dabei, es war einfach nur... Ich lasse das hier so liegen als Beweismaterial, weil so grün kann das ja nicht sein, oder? So, vielleicht Pickelcreme. Ich hätte da hingekackt. Vielleicht vorher noch Pickelcreme. Oder vielleicht ist, ja, das, vielleicht ist das noch von deiner Aftercreme. Liebe Freunde, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Mitschauen, vielen Dank fürs Mitleiden. Und ihr wisst ja, wir lieben euch. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir lieben euch. Und hier, das haben wir für euch gekauft. Stimmt tatsächlich. Jeder darf sich gerne einen Bonbon geben. Also ganz ehrlich, was wir wieder für uns auf die Schultern lassen, ne? Also mit dem anderen Letzten muss ich mir noch überlegen. Ach, das können wir schon hin. So, Freunde. Also gerade nicht. Aber vielleicht irgendwie in der Woche oder so. Mal sehen. Ciao mit V und viele Grüße von euren Diätratgebern Dr. Yusuf Bülgemir und Alter, ist mir egal. Ciao. Tschüss.